Alter Markt, erstes Portal von Rubielos und der Portikus der vier Ecken. Wir befinden uns auf dem Alten Markt, dem derzeitigen Hauptsitz des städtischen Tourismusbüros. Es ist ein Gebäude mit einem U-förmigen Grundriss, in dessen Mitte sich ein Innenhof befindet, der durch einen Zaun zur Straße hingeschlossen ist. Die zweistöckige Fassade hat einen Portikus mit zwei Säulen. Das Bild von San Miguel, dem Schutzpatron von Mora, präsidiert den Komplex. Wenn wir nach rechts schauen, finden wir das erste Portal von Rubielos, eine merkwürdige Turmtür, die zahlreiche Renovierungsarbeiten erfahren hat. Dieser Halbkreisbogen ist teilweise unter dem abgesenkten Bogen verborgen, auf dem die neue Fassade ruht und die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Wenn wir wieder nach rechts abbiegen, finden wir den Portico de las Cuatro Esquinas, der aus einer Reihe von Säulen mit unterschiedlichem Layout und unterschiedlicher Chronologie besteht. Seine primitive kommerzielle Funktion ist praktisch verschwunden, obwohl in seinem Schutz immer noch gelegentlich Produkte des Landes verkauft werden, da die Bewohner von Mora aufgrund ihrer Arbeit lokale Produkte verkaufen dürfen. Die vier Ecken befinden sich am Schnittpunkt der beiden Achsen. Sie sind diejenigen, die die vier Quadranten des Bevölkerungszentrums des ersten ummauerten Geheges bilden.